Robin Gosens. Steffen, ich fand ihn schon gegen Frankreich einer der besten Deutschen, oder? Ja, da war schon der Beste. Hattest du ihn so natürlich notiert? Nee, habe ich auch dementsprechend schon so notiert. Und der Zweite, der wirklich auch eine ordentliche Leistung gebracht hat, war Ginter. Die sind beide echt in einer sehr guten Form. Und gestern hat er aber einen draufgesetzt. Ich meine, die Fakten brauchen wir nicht, sieht ja jeder. Aber ich habe auch darauf geachtet, defensiv, wie er dann immer wieder Rüdiger geholfen hat, wenn es notwendig war, zweite Halbzeit die Schnittstellenpässe zugestellt hat, abgegrätscht hat, dass ihm Portugal nicht hinter die deutsche Abwehrkette gekommen ist. Und dann war er aber schon wieder 10 Sekunden später vorn und bringt eine super Flanke. Also das war ein Linksverteidiger-Vorstellung, wie man die sich wünscht. Der ist schon 27, Stefan. Wieso schon? Nein, wo haben wir den so lange? Wo haben wir den so lange? Ja, das ist jetzt nicht entdeckt. Ja, das ist ja die Aufgabe vom Jogi Löw gewesen. Natürlich, aber wir können natürlich Stand heute froh sein, dass wir so einen haben. Ja, der Dynamik reinbringt, Tempo reinbringt, vor der Kamera frech ist, ja, authentisch ist. Ich mag das ja auch. Da können wir uns auf jeden Fall dran hochziehen. Ich habe ihn eigentlich nur mitgenommen, weil ich habe gedacht, der sieht aus wie der Poldi, der kann dann in der Kabine die Musik machen. Jetzt kann er auch noch Fußball spielen. Toll. Er ist ein Spätstarter. Er ist der einzige Spieler, der nicht durch die Akademieausbildung gegangen ist, der über den Umweg Holland dann bei der Serie A gelandet ist und der natürlich in einem System spielt, von dem sich Löw sehr viel abgeschaut hat. Weil das Atalanta-System ist eben das System mit den hohen Spielern außen. Und er hat da teilweise stundenlang wirklich mit Gasperini, dem Trainer, aber auch mit Videoanalysten dran gearbeitet. Wie muss er sich bewegen? Wie kann er noch torgefährlicher werden? Das ist jemand, der nicht über sein Talent kommt, sondern durch seine Arbeit und durch seinen Einsatz. Deswegen hat er jetzt nochmal in den letzten 2 Jahren einen absoluten Sprung gemacht. Ich glaube, er würde nicht so reden und so spielen, wenn er die Internate durchlaufen hätte. Ah. Warum glaubst du das? Ja, weil da wirst du ja geschliffen, da wirst du geformt, wird dir eine Schablone mehr oder weniger aufgelegt, du wirst extrem geschult, auch im Umgang mit den Medien. Ich glaube, das sieht man ein Stück bei ihm, was ich aber total positiv finde. Und das tut uns auch wieder gut. Da sagt jeder Fan zu Hause, boah, endlich mal einer, der einfach mal so ist wie ich. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen. Also viele, die jetzt irgendwie unterklassig spielen, die würden ja genauso ein Interview geben. Und das finde ich einfach mega sympathisch. Ja, und es geht natürlich auch trotzdem noch. Ne? Man muss nicht im Internat gewesen sein oder Nachwuchsleistungszentrum. Der Wille ist eh entscheidend. Ja, oder? Der Wille, etwas erreichen zu wollen. Man sich so durchbeißt, steht sowieso über allem. Mario, du hast eben bei der Tanke, hast du auch schon gesagt, jo. Warum? Das war dann Zigarettengedacht. Warum Tanke? Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass sie von den Nachwuchsleistungszentren nichts halten. Das ist für mich der größte Unfug, was es gibt. Ich meine, du kannst ja gucken, es gibt 2, 3, 4 Vereine, die jedes Jahr mal einen Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum rausholen. Und der Rest hast du dann. Es ist ja etwas Aufgedrängtes. Das müssen sie machen. Kimmich ist da auch rausgekommen. Ja, aber Kimmich, das ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt her. Aber guck doch mal die letzten Jahre. Wer ist denn richtig aus dem Nachwuchs gekommen? Es sind ja theoretisch oder auch praktisch werden die Spieler ja gekauft und dann ins Nachwuchsleistungszentrum gesteckt mit 13, 14, 15. Ich habe das Höchste, was ich gespielt habe, war Südwestauswahl damals. Und Stefan sagt, so ein Junge tut uns mal allen wieder gut. Wenn du den beim Interview hörst, so eine lockere Schnauze ein bisschen, da darf man auch nicht wieder hingehen und sagen, ach, affengeil, darf man das überhaupt noch sagen? Nee, das ist so. Er ist locker und ich freue mich, dass wir mal wieder so einen haben. Nicht so einen, wo du immer das Gefühl hast beim Interview, da steht einer hinter der Kamera und hält so einen Zettel hin und es wird alles abgelesen. Und das finde ich einfach schön. Und wenn ein Junge so mal an der Tanke war, ich war auch schon nachts an der Tanke und habe mal ein Bier dann noch mitgenommen, bevor ich dann zum Training gefahren bin. Nachts? Nachts. Ich habe es aber so verstanden. Was für ein Training war denn das? Ich habe so verstanden, dass er dort gearbeitet hat. Ja, ich habe eingekauft. Ich wollte eigentlich auch arbeiten, aber die haben nichts gesucht. Die haben dann mal Bier mitgenommen.